Wir wollen jetzt zu den Handlangern des obersten Magiers. Also ja, zu den Beratern. Die sollten wo sein? Steht natürlich nicht in unserem Tagebuch. Aber ich glaube, das war hier im Osten. Nee, hier war die Priesterin. Hier war die Lichtmagiemeisterin. Mitglied der Luftgilde. Ja, nee. Hier hinten sind noch ein paar Privathäuser. Vielleicht hier. Ah, ja. Wir brauchen eure Hilfe. Um die Hälfte eines Schlüssels zu einem sehr wichtigen Ort unserer Gegner, den Totenbeschwörern, zu holen. Wie wir haben auch sie ihre Hälfte des Schlüssels in ihrem höchsten Tempel versteckt, dem Tempel der Finsternis. Ich mache mir bestimmt nicht die Hoffnung, dass es einfach sein wird. Lasst euch Zeit und tretet erst dann in Aktion, wenn ihr es für richtig haltet. Ach ja, bringt auch unsere Schlüsselhälfte mit, sie befindet sich im Tempel des Lichts. Da wir Verbündete sind, sollte euch niemand im Weg stehen, wenn ihr die Schlüsselhälfte holt. Aus demselben Grund solltet ihr aber auch niemandem etwas antun. Schön, dass sie das nochmal explizit erwähnt. Bitte, bitte, bringt nicht unsere Priester um. Das ist nicht nett. So, was haben wir hier? Vampire. Unsere Verbündeten Tatalia beschweren sich schon seit einiger Zeit über irgendwelche mysteriöse Macht. In den letzten Monaten hatten es einige Todesfälle und vermisste Personen gegeben. Oma hat uns gefragt, ob wir darüber etwas Macht wüssten. Ich glaube, ich weiß etwas. Ich vermute, ein Vampir hat sich in Tatalia als Jagdrevier ausgewählt. Ich habe leider nicht genug Zeit, mich um dieses Problem selbst zu kümmern. Aber um unsere Verbündeten zufriedenzustellen, bitte ich euch, die Angelegenheit zu untersuchen. Das haben wir schon gemacht. Genau wie ich vermutet habe. Gute Arbeit. Mit dem Tod des Vampirs kann Tatalia wahrscheinlich etwas beruhigter schlafen. König Catherine ist ebenfalls sehr dankbar und hat Maßnahmen eingeteilt, um die Bande zwischen Bracada und Terrassia noch enger zu knüpfen. Das war einfach. Seelengefäße. Der Plan setzt voraus, dass wir die Seelengefäße stehlen, die die Totenbeschwörer benutzen, um ihre elenden Leben zu verlängern. Sie verstecken sich irgendwo im Gildenschloss und dort sind sie wahrscheinlich nicht genug vorbereitet, um so einen Angriff mit einem kleinen Rahmen abzuwehren, bei dem ihr ja schon so viel Geschick bewiesen habt. Wenn ihr schnell zuschlagt, einfach rein und wieder raus, solltet ihr Erfolg haben. Treibt euch nicht zu lange im Schloss herum, sie werden schnell Verstärkung anfordern. Und versucht schon beim ersten Mal erfolgreich zu sein. Danach werden sie wohl permanent ihre Wachen verdoppeln. Wenn ihr die Seelengefäße erst habt, bringt sie hierher zurück, dann werden wir sie zusammen vernichten können. Also noch eine Aufgabe, für die wir in die Stadt der Nekromanten müssten. Tormeister. Was haben wir hier noch? Nichts. Wie auch meine Freunde habe auch ich eine Aufgabe für euch. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Beende zuerst deren Aufgaben, dann werde ich euch von meiner erzählen. Oh, das muss wichtig sein. Okay, also Tatalia haben wir gemacht. In die Nekromantenstadt bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber es wäre am naheliegendsten, weil wir so viele Aufträge schon haben. Was warst du? Achso ja, Tempel der Finsternis ist ebenfalls in Nekromantenstadt. Also unser nächstes Ziel ist zwangsweise die Stadt der Nekromanten. Wobei wir uns diesmal nicht mitten rein teleportieren werden. Egal, was der doofe Georgon sagt. Also ich nicht, er hier unten. Irgendwas wollte ich jetzt noch. Also ja, ich würde gern Begleiter haben. Aber die wirklich aktiv zu suchen, bin ich nicht so ganz motiviert. Meisterheiler? Nö. Wir haben schon eine Meisterheilerin. Knappe Bürger. Betrüger. Heather Hugh. Was? Seid gegrüßt. Du siehst nicht aus wie eine Heather. Na gut, holen wir hier jetzt das Lichtteil. Die beste Heilung, die man für Gold kriegen kann. Okay, müssen wir wo rein? Tempel des Lichts. Wir hätten gerne mehr Licht. Und würden jetzt hier irgendwo ganz gerne eine Schlüsselhälfte abholen. Aha. Wir sind friedlich, wir tun nichts. Wow. Fehlerfall.
denke, wir müssen da runter. Sieht da recht wichtig aus. Aber wir machen mal keinen dramatischen Eintritt. Wir wollen ja die Engel nicht verschrecken. Und gehen dann wieder die Treppe runter. Wir dürfen sie nicht umbringen, aber dürfen sie bestehlen? Na gut, das sind wieder nur 80 Gold oder so. Ah, 100. Das können wir auch liegen lassen. Aber wenn hier irgendwo ein Artefakt liegt, dann ist es meins. Es tut mir leid. Ist selber schon mal interessant zu gucken, wie stark die sind. Aber das muss halt warten, bis wir die böse Gruppe spielen. Und das hat Stil. Ah, ja. Noch mehr Engel. Und da oben drauf wird das Ding sein, ha? Huh? Kriegen wir nochmal so ein Hochfahrding? Oh, was bist denn du? Wasser. Da muss es einen Trick geben. Und wir müssen einfach woanders rum, ha? Huh? Na gut, da sind links und rechts Treppen auf unserer magischen Karte. Also nehmen wir die doch einfach mal. Oh, da hinten sieht gut aus. Können wir mit dir sprechen? Ich will ihn nicht aus Versehen angreifen. Nee, er redet nicht, okay. Sonne. Nein, Sonne war es nicht. Sonne, Mond und Sterne. Ich denke mal, die Reihenfolge ist wichtig. Das heißt, ich sollte das hier ausmachen, den Mauslook. Okay, sagen wir mal, es fängt an mit dir. Den kommst du? Nö, ich sehe. Oh. Oh, da sind noch mehr Symbole. Ich lasse mir hier die Sonne unten. Und mache hier die Sonne nach unten. Mach da hinten die Sonne nach unten. Auch wenn es ein bisschen zu naheliegend wäre. Weil das halt der Sonnentempel ist. Ja, und das klappt nicht. Okay, also müssen wir jetzt irgendwo einen Hinweis finden. Ihr habt hinter dieser Grenze nichts zu schaffen. Okay. Wie soll ich dann euer doofes Rätsel lösen? Okay, dann machen wir in der Mitte die Sonne. Links die Sterne und rechts den Mond. Und sonst tauschen wir es einmal um. Das wird jetzt sehr viel gelaufen werden. Nicht Sonne. Sterne. Oh. Da haben wir es vertauscht. So, also Mond haben wir jetzt hier links, Sterne haben wir da rechts. Hat nicht geklappt, also drehen wir es einmal um. Es sind mir zu viele Kombinationen. Ich mache einfach mal alle nach unten. Unten, unten, unten. Und sonst gehe ich mal zurück und suche mich und suche irgendwo eine Schriftrolle oder dergleichen. Oh, oh. Okay. Weiß nicht, was ich gemacht habe, aber okay. Wir hätten gern dich. Und tada, Altarstück. Ein seltsamer Gegenstand aus unbekanntem rötlichem Metall. Was ist lila? Okay. Sternfeuer? Verkaufen. Können wir das wirklich brauchen? Kaufen. Können wir das wirklich brauchen? Alles verkaufen. Es lag mit in der Truhe Können mit dem wir das wirklich Artefakt. Brauchen? Also dürfen wir es haben. Das ist meine logische Schlussfolgerung. Das liegt alles im selben Raum wie das Artefakt. Na gut, lassen wir wissen, was da. So. Raus hier. Und wir müssen jetzt nach. Deja, richtig? Deja ist instabil. Also ihr könnt das nicht wissen, aber Deja ist instabil. Also speichere ich mal kurz zwischendurch ab. So. Gut.
18. Nur für den Fall, dass der Spieler wieder abstürzt und wenn man nicht die ganzen 10 Minuten die nochmal machen musste. Du? Teleportier bitte nach. Nein. Nicht teleportieren. Du sollst dein. Ach, die doofen Engel. So. Du bring uns bitte nach. Es gibt kein Deja. Dann müssen wir doch echt nach da und von da aus wieder. Das ist doof. Und wir könnten sie nicht statt der Toten teleportieren, aber das ist letztes Mal nicht so wirklich gut gelaufen. Hallo, ihr wollt reisen. Wir wollen nicht nach Tatalia. Also eigentlich wollen wir schon nach Tatalia und da einen Lehrer suchen für Gerugon, hallo, aber. Ihr wollt reisen. Das muss warten. Na komm schon. Hallo? Ihr wollt Deja. Reisen. Es geht sofort los. Und stürzt du ab? Sehr nicht. Schon mal gut. Schutz. Fliegen. Oh, Hufeisen. Hufeisen. Und Hufeisen. So, und ich fliege jetzt ganz schnell in das Erdloch, wo die Informanten wohnen. Bevor das Spiel wieder abstürzt. Müsste ich hier irgendwo gewesen sein. Und du zauber trotzdem schon mal das da. Hier war das doch irgendwo, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo war. Ah ne, weiter Nordosten. Durch die ganzen komischen Frauenzimmer hier. So. Hier. Grubenhalle, sehr schön. Wir hätten gerne mehr Licht. Wir hätten gerne Bewahrung. Und dann fehlt nur noch der plus 7 zu allem, ne? Ja, plus mehr zu allen 7. Da. Hüpf. Hüpf. Und wir gehen mal unsichtbar rein, nur auf jeden Fall. Also wir brauchen Lichgefäße, wir brauchen ein Gewand, wir brauchen ganz viele tote Gegner. Das könnte schon mal sehr interessant werden. So, hast du inzwischen Untote vernichten? Ja, hast du. Also, Enter. Schaden. Schaden. Fast kein Schaden. Tod. Das tut irgendwie weh. Ich werde sie an. Das ist echt albern. Wenn ihr besiegt worden seid, soll heute nicht der Tod euer Schicksal sein. Kehrt ins Land der Lebenden. Ja, wir kehren ins Land der Lebenden zurück mit keinem Gold. Also wir haben die stärksten Buffs überhaupt, weil wir die Lichtseite spielen. Wir haben ziemlich hochlevelige Helden. Wir werden trotzdem getuhittet von dem einen Zauberspruch. Das ist irgendwie nicht okay. Schlafen. Also wir müssen echt durchlaufen und einfach zaubern, zaubern, zaubern und bloß nicht getroffen werden. Rundenbasierender Modus ist das Schlimmste, was man wohl machen kann da. Plan. Reiter. Pferdenleser. Wir haben eh kein Gold. So doof. So, wir hätten gerne mehr Licht für bessere Buffs. So, du Schutz. Du aggressive Buffs. Du Federfall. Kann ich euch kurz Krimskrams verkaufen, damit wir ein bisschen Geld haben. Sternfeuer kann weg.